Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Return to Monkey Island. Leider haben wir beim letzten Mal einen Hinweis benutzt, um unser Ziel zu finden, also beziehungsweise das Holzsplitter-Ding zu bekommen von dem Mob, damit wir in den Wald gehen können. Beziehungsweise die Karte von Wally bekommen. Wir gehen zur fleischfressenden Pflanze, wir gehen zur Lila-Pflanze. Wir gehen zu den Pilzen. Wir gehen zur fleischfressenden Pflanze. Wir gehen zur fleischfressenden Pflanze. Und da sind wir. Es ist, als gäbe es ein Empfangskomitee. Passt auf eure Mama auf, kleine stachelige Kinder. Hey, kleiner Bursche. Wow! Die charakteristische Form verrät mir, dass es sich um den seltenen, vom Aussterben bedrohten Melee Island Mobstielbaum handelt. Die charakteristische Form verrät mir, dass es sich um den seltenen, vom Aussterben bedrohten Melee Island Mobstielbaum handelt. Das kann auch echt eine Weile dauern, ne? Wir haben gute Arbeit geleistet. Jesus. Hey, kleines Reh. Eine weitere Ressource hat mich bei der Verwirklichung meiner persönlichen Ziele tatkräftig. Ich muss sie aufgeschreckt haben, als ich geschnitzt habe. Manche Tiere sind ziemlich scheu. Es ist wahrscheinlich an der Zeit, dass sie in den Süden fliegen. Ich nehme eine Abkürzung zurück. Gute Abkürzung. Okay. Das heißt, ich kombiniere jetzt das mit dem... Ich habe einen Mob gemacht. Jetzt haben wir einen Mob. Es ist ein einziges, perfektes Instrument, das ich ein Leben lang behalten und benutzen werde. Jetzt brauchen wir aber den Biss der 1000... Nadeln. Den Biss der 1000 Nadeln. Es gab hier eine nagelige Karte oder so. Stachelige Karte. Das sieht nach einer tückischen Reise aus. Da steht Bewertung verfluchter schwarzer Diamant. Hey Wally. Schönes Wetter. Jau. Okay. Ich finde es gut, dass Wally sie nicht gegen ein neues Modell eingetauscht hat, nur weil sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das ist mir aus irgendeinem Grund sehr wichtig. Das sieht ausgefallen aus. Die besten Okay. Sie sieht teuer aus. Und glänzend. Ich mag glänzend. Was ist das für eine Karte? Die geheimen Bewegungen und Aktivitäten meiner Konkurrenten. Das klingt einleuchtend. Okay, wir haben ein Achievement bekommen dafür, dass wir alle Karten angeguckt haben, die Wally hat. Aber da war der beste 1000 Nadeln jetzt nicht dabei, offensichtlich. Hallo, Mr. Brush. Hallo. Hallo nochmal. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Versuchen Sie nicht zu... Das? Achso, da kann ich den Dialog nochmal angucken. Sie riechen schön warm. Aber ich habe schon jede... Was ist das? Das ist definitiv kein Schlüssel. Und auch kein Schloss. Das ist natürlich ein Angelköder. Natürlich. Sieht bereits gut genährt aus. Wir können natürlich mal gucken, ob sich jetzt in der Bar wieder was verändert hat. Weil wir jetzt ja den Mob haben. 3 Teelöffel in einem Esslöffel? Sieh dir meinen neuen Mob an. Ich habe ihn selbst gemacht. Das ist ein fantastischer Mob.
saugfähig, fachmännisch geschnitzter Stiel. Damit solltest du ein Leben lang gut wischen können. Viel zu tun? Ja. Okay. 16 Tassen in einer Galone. Ups, naja, geht wahrscheinlich. Was hat's mit dem da auf sich? Müssen wir den da auch noch Essen bringen? Einen Mob. Reden wir nochmal mit der. Hey! Was gibt es? Bist du sicher, dass ich dich nicht davon überzeugen kann, dass ich nicht Guybrush Threepwood bin? Nur wie Guybrush Threepwood auszusehen reicht. Entschuldigung. Okay. Gesucht. Informationen, die zur Verhaftung und Verurteilung der Person oder Personen führen, die den historischen Mobbaum zerstört haben. Ich werde die Augen offen halten. Muss ja ein ganz gemeiner Kerl gewesen sein. Ich werde irgendwo LeChuckwars draufkritzeln. Gesucht. Informationen, die zur Verhaftung und Verurteilung der Person oder Personen Sinnvolles führen, beigetragen? Die den historischen Mobbaum zerstört haben. Hallo nochmal. Ich denke darüber nach, doch an LeChucks Expedition teilzunehmen. Es freut mich zu hören, dass du dich entschlossen hast, die Dinge in Ordnung zu bringen. Er will mich nicht auf dem Schiff haben. Ich stehe auf der schwarzen Liste. Ich muss mich verkleiden. Diese Shakespeare-Komödien schreiben sich einfach von selbst. Okay. Eins meiner Lichter ist auch ausgegangen. Lass sie jetzt den neuesten mit Akku laufen. Nicht so gut. Keine Ahnung, können wir noch mal mit Carla sprechen? Ich muss erst das Buch zurückgeben, das ich ausgeliehen habe. Sprechen die wieder nicht, ne? Ich habe nicht wirklich etwas zu sagen. Üben ist. Okay, hier scheint echt absolut gar nichts zu sein. Der Biss der 1000 Nadeln. Was hat die hier sonst noch sozusagen? Alle Schlüssel sind Gold. Okay. Es ist hier vorhin rausgeflogen. Und wo ist es gelandet? Da hinten irgendwo dann jetzt was Neues oder so? Nee. Okay, okay. Wie finde ich den Biss der 1000 Nadeln? Nimm eine Probe von einer fleischfressenden Pflanze im Wald in der Nähe des Museums. Ich dachte, ich hätte da versucht, mit allen Sachen zu interagieren, aber okay, offensichtlich nicht. Gibt es eigentlich keine Möglichkeit, schnell auf die Karte zu kommen? Wenn ich M drücke, dann öffnet sich tatsächlich der Map-Gegenstand-Inventar. Interessant, aber das nützt mir leider wenig.
Eine Probe einer fleischfressenden Pflanze. Okay. Ich dachte, die wären reine Hinweise. Spitzer kleiner Tracheophyt. Nun gut. Hätte ich auch drauf kommen können. Aber interessant, dass es jetzt sowas gibt, ist ja an sich gar nicht mal so verkehrt. Bitte schön, der Biss der tausend Nadeln. Sag mir, ist das ein uralter, mächtiger Zauber oder einfach eine Pflanze, die du im Wald gefunden hast? Du warst ziemlich undeutlich, was du wolltest, selbst für deine Verhältnisse. Ich habe mein Bestes gegeben. Nun gut. Du warst ja schon immer nur von der Sorte. Nah genug. Danke. Kommt, ihr Geister der Täuschung und des Todes. Trinkt eure Verjüngung und erwacht. Tod? Kein Grund zur Sorge. John Laney, dieser unglückliche Junge braucht deine Hilfe. Hey. Erbarme dich seiner und gib ihm die Kraft, sich vor seinen Feinden zu verstecken. Du musst es nicht so ausdrücken. Das war's? Es sei denn, du möchtest die erweiterte Servicegarantie in Anspruch nehmen. Nein, danke. Ich bin kein Trottel. Was schulde ich dir? Vielleicht probierst du sie erst an, bevor wir über die Bezahlung sprechen. Und? Wie sehe ich aus? Ja! Was zum Teufel? Ich sehe aus wie ein Zombie. Ist sie kaputt? Naja, ich tue, was ich kann. Ich trage sie nur, wenn ich sie wirklich brauche. Bäh. Gern geschehen. Ich glaube, ich bin bereit, in See zu stechen. Sehr gut, dann machen wir das doch. Also nutze die Augenklappe. Ich sollte mich weiter von der Quartiermeisterin entfernen, damit sie mich nicht sieht. Ich warte, bis ich näher an LeChucks Schiff bin, um die Leute... Wie gefällt dir mein Mob? Er ist eine Spezialanfertigung. Ich glaube, das könnte jemand sein, den ich mal kannte. Ne, das reicht. Ich brauche zufällig einen Schrubbi. Bist du interessiert? Definitiv. Du bist angestellt. Toll. Wir legen bald ab. Komm doch an Bord. Dann stelle ich dich der Mannschaft vor. Ich bin gespannt auf meine Kabine. Wann ist ein guter Zeitpunkt, um das Vorteilspaket zu besprechen? Freeboard ist auf LeChucks Schiff. Er hat eine Art Verkleidung. Sieht aus wie vom Grabbeltisch. Na und? Du glaubst doch nicht, dass das ein Problem sein könnte? Wir haben ihn nicht eingeplant. Ich hasse es, nicht zu wissen, was los ist. Ich hätte ihn sofort ausschalten sollen, als er hier hereinkam. Keine Sorge. Wir werden wissen, was los ist. Ja? Wie? Ich habe einen Spion an Bord des Schiffes. Okay. So stechen wir in den See. Das wird vermutlich das Ende von Kapitel 1 sein. Ach, und die fahren hinterher. Unauffällig. Kann niemanden auffallen. Und als du dann auf LeChucks Schiff warst, hast du den Spieß umgedreht. Du hast dein Schwert gezückt und gesagt, ich bin jetzt euer Kapitän. Bringt mich nach Monkey Island oder ihr werdet alle über die Planke gehen. Mehr oder weniger. Ich heiße Gullet, aber du sollst mich nicht so nennen. Für dich bin ich der erste Schrubber und ich will die Großbuchstaben hören, wenn du es sagst. Großbuchstaben, kapiert. Das ist der Laderaum. Du wirst hier unten viel Zeit verbringen. Ich dachte, wir hätten eine Gewerkschaft oder so. Wie viel Zeit ist viel Zeit? Alles! Du arbeitest hier, du schläfst hier, du nimmst deine Mahlzeiten hier ein. Vergiss die Welt, die du bisher kanntest.
Dieser Raum ist deine Welt. Der Rumpf ist dein Boden. Das Deck ist dein Himmel. Und ich bin die Gottheit deiner Wahl. Eine grausame und rachsüchtige Gottheit. Ich habe nur eine einfache Regel. Du darfst diesen Laderaum unter keinen Umständen verlassen. Noch Fragen? Kann ich den Laderaum verlassen? Nein! Was passiert, wenn ich den Laderaum verlasse? Ich sagte, du darfst ihn unter keinen Umständen verlassen! Ich weiß, nur rein hypothetisch. Was wäre, wenn ich es täte? Die schlimmste Strafe, die du dir vorstellen kannst. Die da wäre? Ich werfe dich wieder hier runter. Nichts ist schlimmer als das hier. Wo ist meine Koje? Du könntest in einer der Kisten gut aufgehoben sein. Ansonsten solltest du dir die Augen zuhalten, denn die Hühner picken gern. Aber es ist wahrscheinlich am sichersten, wenn du einfach gar nicht schläfst. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Auge. Was gibt's zum Abendessen? Oh, wir hätten also gern ein kleines Abendessen, ja? Nun, vielleicht können wir für Eure Majestät ein bisschen Entenbraten unter Glas arrangieren. Aber im Ernst, lerne Ratten zu fangen. Du kannst sie in deinem Mop-Eimer ertränken. Sie machen ihre eigene Soße. Was ist, wenn ich, du weißt schon. Benutz das Bullauge. Mach aber nichts auf den Sims draußen. Ich hasse unansehnliche Simse. Was genau soll ich tun? Neue Rekruten. Ihr seid alle dümmer als die Hühner. Ist das die ganze Antwort? Du sollst wischen. Ich will, dass der Laderaum glänzt, als ob er sauber wäre. Und jetzt ab an die Arbeit. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Okay. Es ist eine inspirierende Broschüre, die ich mit mir herumtragen und lesen soll. Komm an Bord, Broschüre für Mannschaftsmitglieder. Lass dich inspirieren, folge der Chucks Führung. Vertrauen, verletzen, Hut an das Pferde bekommen, Betrug begehen, Gastfreundschaft ausnutzen, falsche Zeugnisse ablegen. Die Geliebten zerstören, das Schöne zerstören, Körperverletzung, andere in Körperverletzung. Begehen die ermorden, die sich dir den Weg stellen. Kurzfassung aus dem Buch der Piraterie nach Artes LeChuck. An die Arbeit, lass dich nicht feuern. Le Ship ist so verzaubert, dass es sich von niemandem außer der Mannschaft entern lässt, einschließlich dir. Also mach dir keine Sorgen, es sei denn, du wirst gefeuert. Dann mach dir Sorgen. Was noch wichtiger ist, ist der Geschmack von untoten Hühnern derselbe wie der Nachgeschmack von Hühnern? Das hebe ich auf keinen Fall mit meinen Händen auf. Ich frage mich, woraus es gemacht ist. Ich kann nicht viel durch dieses Ding sehen. Wenigstens riechen sie nicht wie lebende Hühner. Noch mehr Hühner? Murray! Murray? In der Tat. Ich bin Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Aber du bist mir gegenüber im Nachteil, verwelkter Zombie-Mann. Kennen wir uns? Nein, aber ich bin ein großer Fan. Ah, mein Ruf eilt mir voraus, wie die Heuschrecken vor dem Sturm. Heuschrecken? Aber ich gebe keine Autogramme. Ein Fluch von schmerzhaften Furunkeln auf deinem linken Fuß, weil du mich entlarvt hast. Ich bin hier undercover und sammle wertvolle Informationen für die äußerst hinterhältige Captain Madison. Madison? Sehr interessant. Oh, das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen. Tu mir einen Gefallen und behalte es für dich. Das ist der Originalsprecher. Zombie-Mann. Kein Problem. Wie kommt es, dass du für Captain Madison arbeitest? Ich dachte, du wärst dein eigener Mann. Schädel. Ich schulde ihr einen Gefallen. Das geht dich nichts an. Okay. Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Oh. Hey, du hast eine Stelle übersehen. Komm schon. Du hast eine Stelle übersehen. Ist das dein Slogan oder so? Du hast eine Stelle übersehen. Im Ernst, besorg dir... Du hast eine Stelle übersehen. Ah, verrückt. Du hast eine Stelle übersehen. Ah, verrückt. Du hast eine Stelle übersehen. Okay, das ist etwas. Ah, verrückt.
Gut genug. Ich lasse sie in Ruhe. Sie hat ein Ei. Hey! Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Na, verrückt. Okay, wir müssen alles wegmachen. Die Schraube. Ich gebe nur einen kleinen Klecks drauf. Die Schraube. Ich will mir die Aussicht nicht verderben. Das Geisterhuhn, das da. Da den Boden. Da den Boden. Das Geisterhuhn. Ich lasse sie in Ruhe. Sie hat ein Ei. Da den Boden. Da das Hühnerhead. Das Hühnerding. Hey, du hast deine Stelle übersehen. Na, verrückt. Das wird eh nie enden. Aber ja. Wir haben geschmierte Schrauben. Ich kann nicht viel durch dieses Ding sehen. Aber was wir mit den geschmierten Schrauben machen, sehen wir, denke ich, beim nächsten Mal. Ich weiß es nämlich selbst noch nicht. Bis dahin, haut rein.